Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, wo ich Ihnen einen kleinen, aber sehr nützlichen Tipp geben möchte, um die Befehle in HiCard leichter zu erlernen. Im Grunde genommen müssen Sie sich ja vorstellen, dass ja jede Farbe jedes Befehls eine Bedeutung hat. Es ist aber sehr oft oder eigentlich der Regelfall, dass man im HiCard mit der rechten Maustaste auf ein Tail geht, um dies zu aktivieren und damit dann auch die häufigst verwendeten Befehle zu verwenden. Diese sind jedoch am Anfang etwas klein dargestellt und aus meiner Sicht ist es aber so, dass ich hier diese Befehle gerne größer habe, um einfach am Icon schon zu erkennen, um was es sich hier bei diesem Befehl handelt und im nächsten Schritt auch um diesen in weiterer Hinsicht auch schneller zu treffen. Dazu kann ich hier in den Kontextmenü auf diesen Stift gehen und komme hier in diese Kontextmenüs konfigurieren. Hier kann ich dann einstellen, wie viele Knöpfe pro Zeile vorhanden sind. Das heißt, diesen Regler schiebe ich im Prinzip komplett nach rechts. Im Prinzip schiebe ich alle Regler komplett nach rechts. Und wenn ich jetzt auf ein Teil gehe, dann sieht man hier, dass die Befehle, sprich die Icons, wesentlich größer dargestellt werden. Somit kann ich auch viel besser erkennen, um welche Bearbeitung es sich hier handelt und, so wie auch vorhin gesagt, kann ich diesen auch wesentlich schneller und einfacher treffen, als wenn diese Icons klein sind. Und somit ergibt sich ein, aus meiner Sicht, wesentlich schnellerer Arbeitsablauf im HiCard. Und ich erkenne die Icons auch viel einfacher.